Wir wissen ja, wer letztlich darüber entscheidet, was wir Gebühren nennen. Wer letztlich entscheidet, wie viele Gebühren die einzelnen Sender bekommen. Das ist eine Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, kurz KEF genannt. Und das Spannende ist, dass in dieser KEF überhaupt kein Kreativer drin sitzt. Da sitzt weder ein Regisseur drin, noch ein Autor oder irgendeiner, der was von Film und Fernsehen machen versteht. Wenn die Gelder der Sender deutlich weniger werden, dann sagt ihr zu Recht, aber ihr ladet im Grunde diese Reduktion auch der Gelder für den einzelnen Film auf unsere Schultern. Und die Filmschaffenden werden immer schlechter bezahlt. Die KEF soll sich mal berechnen, dann schauen wir doch mal, wo die finanziell landen. Die Politiker, für die es jetzt so schön in den Kram passt zu sagen, Beiträge runter. Die Öffentlichkeit, die sagt, ich gucke euch sowieso nicht mehr. Dann ist das durchaus ein Infragestellen mit der Konsequenz eines eventuellen Auflösungsprozesses. Was ist Ursache und was ist Wirkung? Und das ist natürlich immer beides, denke ich. Also das Publikum ist so, wie wir es uns gemacht haben. Aber wir sind auch so, wie das Publikum uns mag. Natürlich wollen wir gemocht werden. Ich glaube, wir können uns gar nicht mehr selber helfen. Ich glaube, man muss uns von außen dazu zwingen. Ich bin 38. Ich möchte Filme machen oder auch Serien. Und mein Zuschauer oder auch unser Zuschauer ist gute 60 Jahre alt. Das heißt, im Prinzip, ich muss meinen Eltern Geschichten erzählen.